Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute mit einer kleinen Ankündigung. Beziehungsweise mehreren, aber das andere kommt in einem anderen Video später noch. Wo fange ich da an? Für alle, die dieses Wochenende nach Pasing kommen, habe ich leider eine Enttäuschung. Möglicherweise, also ich bin mir noch nicht sicher, aber wir haben einen Plan für dieses Wochenende. Wir haben mit Philipp zusammen was geregelt. Ihr wisst, die Map läuft nicht 100%. Und wer sich auskennt, also es gibt halt die Bots und das mit den Bots ist halt so. Also momentan, ich mach mal ein Beispiel, ein bildliches Beispiel, es ist natürlich nicht so, aber sagen wir, hier ist die Grenze und darüber werden alle Bots gebannt. Und momentan versucht Philipp es so zu machen, dass die Bots ungefähr so hier laufen und dafür aber konstant die ganze Zeit. Und es läuft halt irgendwie nicht. Ideal, nicht so wie wir es uns vorstellen, nicht so wie wir es gerne hätten. Und jetzt haben wir einen neuen Plan für dieses Wochenende. Und zwar einfach YOLO. Anstatt dass wir die ganze Zeit versuchen, die Bots nicht bannen zu lassen, lassen wir die einfach auf Hochtouren laufen. Hier drüber. Und wenn die gebannt werden, dann ist auch egal. Solange sie davor alles gescannt haben. Also wir versuchen jetzt die Bots, das sind übrigens Level 30 Bots, einfach durchgehend laufen zu lassen und alles zu scannen, was geht. In der kurzen Zeit, bis sie gebannt werden. Und in der Zeit nutzen wir alles aus, was geht. Und holen uns, was geht. Und das ist der Plan für dieses Wochenende. Dementsprechend keine Ahnung, ob wir Samstag und Sonntag in Pasing sein werden. Sonntag Vormittag wahrscheinlich schon. Aber das ist nur eine Info für euch, weil echt viele jetzt am Wochenende wiederkommen werden. Und auch gefragt haben, ob ich kommen werde. Heute Abend geht's los. Freitagabend ist die erste Tour. Es gibt 5 Touren. Freitagabend. Samstagtag, Samstagnacht, Sonntagtag, Sonntagnacht. Ich versuche alle 5 dabei zu sein. Aber wir müssen heute schauen, ob die Map läuft, ob alles so funktioniert, wie wir es uns gedacht haben. Wenn nicht, dann bin ich natürlich Samstag und Sonntag am Start. Aber wenn schon, wenn alles gut läuft, dann natürlich die ganzen 3 Tage durchscannen. Ich bin skeptisch, also die anderen haben da, glaube ich, ein bisschen zu viele Erwartungen, was 100% und sowas angeht. Also die glauben, jetzt kommt davon allem 100%. Also selbst damals zu Hochzeiten, wo die Map 100% lief, kam nicht immer 100% von jedem Pokémon. Und keine Ahnung, zum Beispiel jetzt Sichlones, da kann nicht jeden Tag 100% oder so. Also da kann man froh sein, dass während der Nestrotation, während den 14 Tagen, einmal 100% kam. Dementsprechend mal schauen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall seid überrascht, falls ich morgen in Pasing auftauche. Falls nicht, dann wisst ihr, wo ich bin. Und hoffentlich Sonntag. Ansonsten freut euch dann, wenn alles gut läuft, auf saftige Scanner-Touren folgen. Wahrscheinlich die epischste, wenn alles funktioniert. Und gestern lief die auch schon bereits ein bisschen. Ampharos kam rein, ein Dragoran, das habe ich mir natürlich geschnappt. 100% Kleinstein, das hat Kogai sich geschnappt. Keiner gönnt's ihm. Gerade eben 98% Kleinstein. Habe ich mir nicht geholt. Ich habe meine Lektion nicht gelernt. Ich scheiße immer noch auf 98er. Tut mir leid, Leute. Aber schaut euch das Battle an mit den 98ern und 100ern. War lustig. Sehr, sehr lustig. Und wie gesagt, ich habe noch eine Ankündigung oder Info. Das kommt im nächsten Video. Und weil heute nur 2 Infovideos kommen, werde ich später in Pasing noch einen Livestream machen. Also schaut's rein, falls ihr könnt. Oder werde ich das? Ja, auf jeden Fall, in Pasing ist Treffpunkt. Da chillen wir noch, bevor am Abend die Scanner-Tour losgeht. Also ich denke auf jeden Fall, da wird nochmal ein Livestream kommen. Und dann als Entschädigung dafür, dass heute nur 2 Infovideos kommen. Auf jeden Fall schaut's dann rein in den Livestream. Der letzte war echt lustig. Diesmal wieder spontan nichts geplant. Schauen wir mal, wie es diesmal abläuft. Aber das war's. Wie gesagt, schaut euch das 100%, nicht 100%, schaut euch das IV-Battle an. Seid nicht traurig, wenn ich morgen nicht in Pasing bin. Freut euch auf Scanner-Tour folgen. Schaut in den Livestream heute später. Ab 16 Uhr oder sowas. Und ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.